Jetzt kommt die andere kleine Geschichte, die wir machen können, während unsere Arbeiter buddeln. Wir räumen den Thronsaal leer. Okay, den Thron können wir nicht zum Glück nicht verkaufen. So. Oh, einer meiner Bergarbeiter ist auf was gestoßen. Du bist kein dicker Steinboden. Was seid ihr für Viecher? Nochmal. Ihr habt da auf jeden Fall sehr viel Zeug gelagert. Sogar einen Generator. Oh. Und da hätten wir euch hier noch. Ihr habt ein bisschen Mauerstein hier. Oh, und hier ist Obsidian versteckt. Sehr gut. So, noch Soldatenkultur, Heroismus. Naja, die guten Sachen findet man immer erst etwas tiefer. Ich komme dann zum Beispiel auch hier in das Gebiet dann da rein. Aber jetzt wieder hoch. Die wollen sich um die Goblins kümmern. Um den Goblin. Währenddessen... reiße ich hier alles ein. Anwenden. Weil ich hoffe jetzt einfach mal nicht, dass ich... Ups. Einer meiner Bergarbeiter-Zwerge wieder in ein Loch buxiert, wo ein Goblin ihn töten kann. Ich kleide jetzt alles hier ganz schick mit Marmor aus. Oh, da habe ich eine Wand übersehen. So. So, jetzt wird noch der Boden. Einmal Marmorboden. Und da fehlen noch Wahlwände. Und ich habe ja aus Versehen ein Säulenstück gelöscht. Das kann schnell wieder ersetzt werden. So. Dann wieder alles, was hier reingehört, hier reinpacken. So, einmal dekadenter Thronsaal aus Marmor ist fertig. Ah, das ist schön. Ich würde jetzt gern wissen, was du bist. Du siehst nämlich arg böse aus. Deswegen töten wir euch.
ganz schnell. Nein, euch will ich nicht befördern. Euch will ich befördern. Zu grenadieren. Oh, hier liegt ein bisschen Gold rum. Und au, das war wieder laut. So, und ich verkaufe hier wieder alles, um an die Ressourcen zu kommen, die dahinter sind. Auch wenn ich hier wahrscheinlich eher keinen Mauerstein finden werde und auch kein Drachenblut. Das finde ich wahrscheinlich eher hier in den unteren Regionen. Also hier unten. So wie zum Beispiel das Drachenblut hier. So, ihr könnt euch jetzt wieder auf den Heimweg machen. Der große Raum ist jetzt leer und sicher. Und ja, abgesehen von der riesen Goldader ist hier halt auch nicht wirklich was Nützliches, Wichtiges. So. Das kann alles ausgebuddelt werden. Währenddessen gehe ich jetzt langsam in Richtung Arbeitseffizienz. Guckt mal, wir haben schon wieder volles Holz. Ja, ist toll. Wir haben sogar etwas frischen Marmor bekommen. Obwohl, nee, der Marmor ist ja übrig geblieben. Ich dachte, ich hätte allen verbraucht. Was scheinbar doch nicht der Fall war. Ja, Arbeitseffizienz und fortschrittliche Genpflanzung da. Das sind die nächsten beiden Sachen, die ich brauche. Da sind wir mit der Forschung bald fertig. So, die Räumlichkeiten hier brauche ich ja nicht unbedingt. Weil hier oben wird nichts Gescheites mehr sein. Für mich ist eher der Raum hier jetzt interessant. Und ja, hier ist wirklich wieder jede Menge Gold. Und ja, der eine Stein, Brocken. Haben wir jetzt eigentlich den Mauerstein hier hinten? Nein. Du holst mir jetzt den Mauerstein hier. Oder auch nicht, Arbeitsverweigerer. Du bist schon wieder hungrig und alles. Ja, meine beiden Sprengzwerge haben jede Menge Spaß.
Also vom Gefühl her würde ich wirklich mal sagen, dass wir bald mal stark genug sind, um die hier auszuschalten. Ich weiß nämlich nicht, wie viel tief es danach noch runtergehen kann. Also ich schätze mal... vielleicht den Raum noch und noch einen dritten. Und dann müssen wir noch den orangenen Magier besiegen. Also ja, vielleicht sollten wir jetzt wirklich mal versuchen, so ein Vieh hochzulocken. Vor allem, da wir jetzt Heroismus und alles freigeschalten haben. Können die überhaupt hoch? Ja, können sie. Jedenfalls eins hat große Lust drauf, hochzukommen. Oder auch nicht. Gut, dann hetzen wir einfach mal die Soldaten so auf sie. Gucken mal was... Oh, kommt doch eins hoch. Okay. Klappt besser als erwartet. Oh. Und wir haben... ein Ort entdeckt. Sind alle da unten gerade? Sie sind alle tot. Ist jemand gebissen worden? Hm. Wer auch immer diese Dinge erschaffen hat, war nicht sehr gut. Sie stehen ja kaum eine Herausforderung für euch da. Ich glaube, uns bleibt nur mit dem neuen Ladegerät zu interagieren und die Dämonenkugel aufzuladen. Ja. Macht hier erstmal es kaputt. Das wird nämlich wieder laut werden. Und ja, hier unten ist der Jackpot. Jedenfalls zum Teil. Hier wäre Obsidian. Und auch Drachenblut. Nein, Drachenblut ist hier leider nicht. Nur Mauerstein. Weil das hier ist Titan. Kann ich euch hier raus... Porten, ja, rausporten geht, nur nicht reinporten. So, kommt ihr beide ruhig wieder hier runter. Oh, du hast dich mal wieder in ein Loch boxiert. Was schlecht ist, weil ich kann dich gerade da nicht rausporten. Wo ist der andere? Der ist da oben, okay. Arbeitseffizienz, bessere Pflanzen ist auch gut. So, Platin brauche ich jetzt gerade nicht. Ich hätte aber gerne die große Mauersteinader. Das Obsidian und das bisschen Mauerstein hier.